Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, danke, lieber Christoph Rasche, für die Vorlage. Wenn man so schon angekündigt wird, dann hat man ja Spannung erzeugt, wenn die Reihen ein bisschen leerer sind. Das freut mich natürlich. Ich hätte es ehrlich gesagt gern ein bisschen konkreter gehabt. Und zwar sowohl von Seiten der CDU als auch von der FDP. Was soll denn Inhalt dieses Konzeptes sein? Ich habe mir nämlich gestern noch mal das Konzept von 2000 durchgeguckt. Nicht jede Seite gelesen, aber breit quer gelesen. Und es ist ja eher eine Zustandsbeschreibung der Situation als eine Festlegung der Landesregierung auf konkrete Projekte. Gut, es steht drin, der Flughafen Mönchengladbach, das ist jetzt überholt, soll Ausweichflughafen für den Flughafen Düsseldorf werden. Es ist eine Aussage zur Startbahnverlängerung Münster da drin, die mittlerweile genehmigt ist, aber noch nicht umgesetzt worden ist. Aber sozusagen konkrete Festlegung des Landes, was soll das denn sein, Kollege Rasche? Reden wir über Subventionen? Reden wir bei den Regionalflughäfen über eine konkrete Subventionierung? Das hätte ich dann aber gerne ein bisschen konkreter. Das, was Sie eben, jetzt bin ich erstmal dran, das, was Sie eben hier gesagt haben, dass wir Grüne Regionalflughäfen schließen wollten, das ist absoluter Quatsch. Regionalflughäfen sind erstmal sowieso, es sind keine Landesflughäfen. Ob ein Flughafen dicht gemacht wird, ist eine Entscheidung der Anteilseigner. Das sind im Wesentlichen die Städte, die Kreise und Unternehmen. Ist ja jeder Regionalflughafen in Nordrhein-Westfalen ist anders konstruiert. Wir haben uns als Landesregierung festgelegt im Koalitionsvertrag, dass wir keine Steuergelder, keine Subventionen aus dem Landeshaushalt in Regionalflughäfen stecken wollen. Das heißt, die Entscheidung, ob ein Flughafen wie Münster-Osnabrück, und die Debatte läuft ja gerade in den Kreistagen, in den Stadträten im Münsterland. Die Artikel kennen Sie ja alle. Und es gibt ja eine ganze Reihe von CDU- und FDP-Politikern, die sehr kritisch sind, was die Zukunft des Flughafens angeht. Jetzt ist ja nochmal eine neue Marge im Kreistag Steinfurt festgelegt worden, nochmal ein Kredit über 10 Millionen erteilt worden. Aber die Frage, ob dieser Flughafen letztlich zukunftsfähig ist, das ist doch keine Entscheidung, die das Landesflughafenkonzept zu treffen hat. Es sei denn, die FDP oder die CDU würde fordern, dass das Land mit Bürgschaften oder Subventionen in diesen defizitären Regionalflughäfen reingeht. Deswegen, das, was Sie eben hier gemacht haben, es ist natürlich Aufgabe der Opposition, zu gucken, was ist noch umzusetzen in dieser Legislatur, wo hat die Landesregierung Sachen noch nicht angepackt, deswegen kann man so einen Antrag stellen, das ist gut für die Mailverteiler, das ist gut für eine Pressemitteilung etc. etc. D'accord, das hat der Kollege Tütenberg eben auch gesagt. Aber lassen Sie uns doch konkret in der Debatte mal drüber reden, was sind die Forderungen der Opposition, was in ein solches Landesluftverkehrskonzept rein soll. Das hätte mich mal interessiert in Ihrer Rede. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Rasche? Ja, selbstverständlich. Das macht das Parlament lebendig. Bitte schön, Herr Rasche. Das habe ich mir gedacht, Kollege Arndt, ist doch selbstverständlich. Es liegt ja jetzt dieses Konzept des BUND vor. Und dort werden ja konkrete Positionen sehr deutlich wirklich beschrieben. Und jetzt einfach die Frage an Sie und die Bündnis 90 Grünen. Teilen Sie diese Positionen des BUND aus diesem Konzept? Es gibt einige Punkte in diesem Konzept, die wir richtig finden. Zum Beispiel die Frage der Verlagerung von Flügen auf die Schiene. Der BUND sagt ja zum Beispiel ganz klar, das ist auch mit Zahlen belegt, dass in jedem Jahr 4.500 Flugbewegungen von Düsseldorf in Richtung Frankfurt gehen zum Hub und zurück. Es gibt eine hervorragend ausgebaute Bahntrasse, ICE-Verbindung, die in 90 Minuten vom Flughafen Düsseldorf zum Frankfurter Flughafen führt. Und unter dem Aspekt von Lärmbelästigung, Umweltbelastung und Zügigkeit des Reisens gibt es aus unserer Sicht überhaupt keinen Grund, warum man einen 45-Minuten-Flug von Düsseldorf nach Frankfurt mit dem entsprechenden Einchecken etc. machen sollte und da nicht auf die Bahn zurückgreifen kann. Das finden wir zum Beispiel eine richtige Fragestellung. Es gibt andere Punkte in diesem Konzept, die ich persönlich nicht teile, zum Beispiel was die Regionalflughäfen angeht. Ich meine, es wäre erstmal zu prüfen, auch mit Blick auf den Flughafen Düsseldorf, bevor man sich hier zu einer Kapazitätsausweitung entscheiden sollte, ob man nicht einige Flüge, und zwar Charter-Urlaubsflüge, wir reden nicht von Just-in-Time-Geschäftsreisen, aber von Urlaubsreisen, von Düsseldorf an die Regionalflughäfen gibt, weil wenn ich nach Mallorca fliege, ist sozusagen, ob der Anreiseweg Richtung Düsseldorf geht oder Richtung Weeze, vielleicht zweierlei, es sind alles Urlaubsflüge und bevor ich einen Regionalflughafen sozusagen wie Weeze, der ja deutlich abgesunkene Kapazitäten hat, es sind ja die Airlines, insbesondere Ryanair, dort zurückgegangen, bevor man diesen Regionalflughafen sozusagen weiter auf Defizit fährt, wäre meine Fragestellung erstmal, ob man Flüge von den großen Flughäfen an die Regionalflughäfen verlagern kann. Also das als Antwort auf Ihre Frage, das ist kein 1:1-Konzept,
was wir Grüne teilen können. Ich finde, dass der BUND sehr richtige Fragestellungen dort drin aufwirft, aber ich würde dieses Konzept sozusagen nicht eins zu eins als unser Konzept übernehmen können und auch nicht wollen. Prima, Herr Brock, es gibt noch eine Frage. Würden Sie die auch noch zulassen? Jetzt regt sich Herr Brockes auf. Sie können mir auch eine Frage stellen. Nee, oder kurz wenn ich es eben sortieren darf, Herr Kollege. Dann, Sie können mich ja korrigieren. Ich, na ja, ist ja muntere Debatte, das ist doch gut. Genau. So. Um die fortzusetzen, gibt es noch eine Zwischenfrage. Keine Zwischenfrage mehr. Ja. Wenn es eine gibt, würde ich von Herrn Bayer. Ja, gerne. Ja? Ja, Sie können sich ja entscheiden. Sie können ja auch sagen, nö, den will ich nicht. Ach, na, wenn ich den Herrn Rasche nehme, dann nehme ich auch den Herrn Bayer. Auf die Idee käme ich auch nicht. Bitte schön, also, Herr Bayer. Vielen Dank, Herr Glocke. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Brockes muss ich hinten anstellen. Ich würde gerne wissen, ob sich denn die Meinung der Grünen Fraktion so zur Zeit 2009 so geändert hat, wo sie ja durchaus eine neue Landesluftverkehrskonzeption, eine Aktualisierung gefordert haben und sogar eine große Anfrage gestellt haben, wo genau sogar im Titel drin steht, Subventionierung des Flugverkehrs beenden. Also auch genau diese Regionalflughäfen, auf diese Regionalflughäfen anspielt. Das kann denn da die Landesregierung, also dort konnte die Landesregierung aus ihrer Sicht noch was machen. Hat sich die Meinung so geändert und ist es wirklich zielführend, dass die Landesregierung öffentlich immer verlautbart, es gäbe keine Subventionen, das sagt zwar dazu des Landes irgendwo, aber das versteht doch keiner. Lieber Herr Bayer, also da sollten Sie die Leute im Land nicht unterschätzen. Natürlich gibt es einen Unterschied, ob das Land Nordrhein-Westfalen aus dem Landeshaushalt Gelder in Regionalflughäfen gibt oder ob der Stadtrat Dortmund mit Mehrheit entscheidet, dass Gelder aus den Stadtwerken zur Abdeckung des Defizits in Dortmund aufgewendet werden. Das Land Nordrhein-Westfalen subventioniert keinen Regionalflughafen. Und das haben wir im Koalitionsvertrag 2010 rot-grün festgelegt und haben wir auch durchgehalten. Und wir teilen auch, dass es ein neues Landesluftverkehrskonzept geben sollte und muss. Wir haben uns damals schon festgelegt, dass wir uns am Bund orientieren wollen und entsprechend sozusagen unsere Aufstellung daran zurückstellen. Das letzte Bundeskonzept stammt aus dem Jahre 2002. Es ist zum Beispiel im Koalitionsvertrag, deswegen ist der sozusagen das Engagement vom Kollegen Rasche spannend. Im Koalitionsvertrag 2009 von FDP und CDU ist festgelegt worden, wir erarbeiten ein neues nationales Luftverkehrskonzept. Nach 4 Jahren Regierung ist da gar nichts passiert. Und jetzt sitzt die Große Koalition dran. Und jetzt kommen Sie um die Ecke und werfen uns vor, dass wir auf den Bund warten. Sie hätten das ja in Ihren 4 Jahren, als Sie in Berlin regiert haben, auch mal machen können. Ja. Und überhaupt das Bild, was hier von Flughäfen gezeichnet wurde. Wir hatten ja gerade heute Morgen den Termin mit dem Flughafen Flughafen Köln-Bonn und wir hatten vor einigen Wochen einen Termin mit dem Flughafen Düsseldorf. Jeweils die Geschäftsleitungen berichten uns über prosperierende, gut funktionierende Flughäfen, eine deutliche Steigerung des Angebotes, Steigerung von Fluggastzahlen etc. etc. Das Bild, was Sie hier von den Flughäfen Nordrhein-Westfalen gerade gezeichnet haben, lieber Kollege Rasche, das entspricht doch überhaupt nicht der Realität. Es gibt überhaupt keinen Stillstand im Land. Es wird gereist, es wird intensiv Frachtflug in diesem Land getrieben. Die Wirtschaft funktioniert gut in Nordrhein-Westfalen mit unseren Flughäfen. Die Fragestellung, die wir doch nur haben, ist, wollen wir in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen, so wie wir sie jetzt haben, erhalten? Was sagen wir beispielsweise zu der Frage Nachtruhe und den Problemen, die damit entsprechend sich auch verbinden? Und was sagt das Land Nordrhein-Westfalen mit oder beziehungsweise wie reagiert man auf die internationale Konkurrenz? Weil das ist doch jetzt ein bisschen so eine Klein-Klein-Debatte. Eigentlich gibt es eine internationale Luftverkehrsdebatte. Die haben wir auch ein Stück heute Morgen mit dem Flughafen Köln-Bonn geführt. Es ist die Frage, wie sich die großen Anbieter entsprechend aufstellen. Eigentlich braucht man jetzt nicht erstmal ein nordrhein-westfälisches Luftverkehrskonzept, sondern es wäre auch ein Stück an der EU, internationale Rahmenbedingungen vorzugeben. Wie stellt sich die Europäische Union bei der Frage Luftverkehr auf, wenn man guckt, was in Abu Dhabi passiert, was ist mit Etihad, was ist in der Türkei, was passiert in Istanbul, wie stellen sich türkische Airlines auf? Das lösen wir doch hier nicht in Nordrhein-Westfalen mit irgendeinem kleinteiligen Konzept. Dafür braucht es eine nationale Vorgabe und dafür bräuchte es eigentlich auch eine internationale EU-Vorgabe, damit wir mal gucken, was wir als Europäische Union im Luftverkehrsbereich an Konkurrenzsicherung hier entsprechend betreiben können. Ich glaube, wir dürfen gerne klatschen. Wir werden diese Debatte, wir haben jetzt ja Anfang September, die Ankündigungen aus Berlin sagen uns ja, dass noch in diesem Jahr mit einer Vorlage zu rechnen ist. Das heißt, die Diskussion werden wir im nächsten Frühjahr entsprechend zu führen haben. Ich bin mal gespannt, ob das dann von Seiten der Opposition konkretisiert wird. Ich glaube, alles, was da im Raum steht, ist unklar. Auch was Sie uns da entsprechend
zuschreiben. Für uns Grüne ist klar, Luftverkehr ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, es ist eine wichtige Form des Reisens, aber sie muss entsprechend klima- und lärmverträglich sein. Sie muss den Menschen auch entsprechend schützen, da werden wir auch deutlich darauf achten, auch in einer neuen Luftverkehrskonzeption. Und wir werden darauf achten, dass unsere Kassen geschützt werden, dass es keine Subventionen in die Flughäfen gibt, dass entsprechend die Flughäfen wirtschaftlich arbeiten. Daran müssen die Flughäfen auch mit uns zusammenarbeiten. Und ich glaube, dann gibt es gute Perspektiven für dieses Land, und zwar nicht nur für die beiden großen Flughäfen, sondern auch für die Regionalflughäfen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Glocke. Bleiben Sie gleich da. Dankeschön. Weil der Kollege Rascher von der FDP hat auch noch mal eine Kurzintervention angemeldet auf Ihre Rede. Dem wird natürlich stattgegeben von hier oben. Er will es noch mal hören, und das soll so sein. Aber erst will er was fragen. Bitte schön, Herr Rascher. Die Kollegen von den Grünen Angst haben, wenn hier Fragen gestellt werden und lieber im Fachausschuss diskutieren wollen, wo es nicht so viele Leute mitbekommen, war gerade bemerkenswert. Ich möchte einen Widerspruch noch mal deutlich machen. Die Grünen haben im Jahre 2001 die Luftverkehrskonzeption Nordrhein-Westfalen mitbeschlossen. Also hatten sie damals die Auffassung, sie ist nötig. Sie haben in den Jahren 2008 bis zur Landtagswahl 2010 vehement eine neue Luftverkehrskonzeption gefordert. Vehement. In erster Linie, um ihre Position darzulegen und Stimmen bei den Bürgern gegen Fluglärm abzukassieren. Und kaum sind sie an der Macht, wollen sie davon nichts mehr wissen und machen das Gegenteil und beschäftigen sich gar nicht mehr damit und verweisen auf Berlin, was sie 10 Jahre lang vorher nicht gemacht haben. Also eine extrem widersprüchliche Politik. Erst was versprechen, hinterher nichts halten. Ich vermute, genauso wird es sein bei den Regionalflughäfen. Sie wollen die nicht auflösen, aber erschweren dort die Rahmenbedingungen. Gemeinsam mit Ihrem Partner vom BUND und anderen. Mich erinnert das Ganze an die Diskussion von New Park heute Morgen. Auch da sagte Minister Remmel, wir wollen New Park nicht verhindern, aber die Rahmenbedingungen werden erschwert. Und der Kollege von der SPD, Kollege Müller, hat das aufgefasst als Blutgerätsche. Genau das ist die Politik der Grünen. Herr Rascher, Sie haben 1 Minute 30, um auf diese kurze Intervention zu antworten. Bitte schön. Herr Glocke, pardon. Lieber Herr Rascher, mich erinnert die Debatte auch an New Park heute Morgen, nämlich sozusagen mit der Form des Unfuges, der von der FDP behauptet wird. Wo denn konkret grätschen wir den Regionalflughäfen rein? Wo machen wir das konkret? Das hätte ich gerne mal gewusst. Was haben wir beim Flughafen Weeze denn gemacht? Der Flughafen arbeitet nicht wirtschaftlich, weil Ryanair in den letzten Jahren 15 Flüge von 60 täglichen Flugbewegungen dort abgezogen hat und es immer mehr ins Defizit geht. Und der Kreistag in Kleve in einer CDU-FDP-Mehrheit hat beschlossen, dass sie keine weiteren Kredite mehr geben. Ich hätte gerne von Ihnen mal konkret gewusst, wo wir als Grüne oder als rot-grüne Landesregierung diesem Regionalflughafen reingegrätscht haben. Das beantworten Sie überhaupt nicht. Das ist genau so eine Unterstellung, wie der Kollege Lindner das mit Frau Höhn gemacht hat und mit diesem BMW-Werk. Von daher erinnert es in der Debatte natürlich exakt an diese Diskussion. So, und der zweite Punkt, jetzt habe ich noch das Wort. Der zweite Punkt, Sie werfen uns vor, wir hätten nichts von dem umgesetzt, was wir versprochen haben. Wir haben ganz klar im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir für ein Nachtflugverbot am Flughafen Köln-Bonn für die Passage stehen. Und das haben wir hier beschlossen. Im Landtag, im Kabinett, wir haben es in Berlin beantragt, es ist von der Bundesregierung abgewiesen worden. Und wir Grüne haben eine sehr klare Position zu der Antragstellung des Flughafens Düsseldorf, was eine Kapazitätsausweitung angeht. Wir lehnen diese Kapazitätsausweitung, die vorgelegt worden ist, inhaltlich ab. Aber wir Grüne haben das nicht alleine zu entscheiden. Es ist ein Rechtsverfahren, was läuft, mit entsprechend gesetzlich festgelegten Schritten. Es ist auch eine Sache, die in der Regierung abzustimmen ist. Aber wir Grüne als Landespartei und Landtagsfraktion legen die vorgelegte Kapazitätsausweitung am Flughafen Düsseldorf ganz klar ab. Und da haben wir keinen Unterschied zwischen Wahlprogramm und dem, was hier am Pult gesagt wird, lieber Herr Rascher. Vielen Dank, Herr Kollege.